Die Mieter wandten sich verzweifelt in den Distrikt zu, der Lärm war für sie schwer zu ertragen. Die Situation hat sich jetzt verbessert. Die ererbten Mieter wandten sich an TD, der Lärm einer Recyclingfirma raubte ihnen nachts den Schlaf aus. Ein Recyclingunternehmen Vogtgasse verursachte kürzlich zahlreiche benachbarte Beschwerden. Aus 2 Metern donnerte elektronische Abfälle in Behältern, die Bewohner die umliegenden Straßen berichteten. Lesen Sie mehr: Donnernd Friere treibt Wiener Mieter verrückt. Endlich in Vogtgasse ruhen. Ein Sprecher des Unternehmens begründete eine wichtige Aufgabe. Unbehagen, um gedreht zu haben. Wir haben dem Distrikt unsere Besorgnis vorgelegt und auch den Bericht vorgelegt, erklärt der ansässige Ilse Z. Seitdem ist es ruhig geworden, kann ich es kaum glauben. Unbekannte Tests des Unternehmens auf Anfrage kündigte der MA22 nun an. Es gab Beschwerden über den Lärm, also haben wir das Unternehmen unangekündigt überprüft und ein Verfahren bestellt. Draußen, sagte Gerald Kronieder, stellvertretender Leiter der Behörde. Dies würde nicht in der Genehmigung der Genehmigung stehen, ob dies auch passiert, wird überprüft. Das Unternehmen erhielt Anforderungen: Wenn Penzinger mit ihren Problemen zu mir kommt, nehme ich sie immer ernst und kämpfe für eine Verbesserung der Situation an den relevanten Orten, sagte Bezirksleiter Michaela Schücher. Ich bin froh, dass der MA22 in diesem Fall so wurde, schnell aktiv und die Lärmbelastung könnte reduziert werden. Die Bewohner sind auch glücklich, die Lebensqualität hat sich erheblich verbessert, sagt Ilse Z.